Als nächstes kümmern wir uns um die Task-Controller-Einstellungen in der Solidtronic. Dazu gehen wir in die Einstellungen und blättern auf Seite 3 und drücken hier auf den Button ISO TC. Hier kümmern wir uns um die Verzugszeiten der Maschine. Die Offset-Zeiten müssen sowohl für An- und auch Ausschalten mit Hilfe des Taschenrechners auf 0 geschaltet werden. Das Ganze machen wir für die Ein- sowie für die Ausschaltzeiten. Als nächstes nutzen wir den Button SC, der lange gedrückt werden muss, bis die Ansicht wechselt. Hier werden jetzt die Verzugszeiten anhand der Betriebsanleitung eingestellt. Je nach Maschinenarbeitsbreite sind hier verschiedene Verzugszeiten für Starten und Stoppen der Sähwelle oder Starten und Stoppen der Schieber notwendig. Im folgenden Schritt erfassen wir die Maße zwischen Koppelpunkt Traktor-Drillmaschine und der Mitte der Sähschiene. Dieses Maß wird dann hier über die Eingabemaske eingestellt. In den Basiseinstellungen, die sich unter dem Button Basic verbergen, der lange gedrückt wird, finden wir als erstes die Einstellung des Typs. Der Typ hängt davon ab, mit welchem Terminal die Maschine betrieben wird. Bei dem Betrieb mit dem CCI 200 Terminal wird immer der Typ 1 ausgewählt. In der zweiten Zeile muss entschieden werden, ob der Saatgutfluss mit dem Starten und Stoppen der Sähwelle oder mit dem Öffnen und Schließen der Schieber erfolgt. Bei Sämaschinen ohne hydraulische Schieberschaltung erfolgt hier nur die Auswahlmöglichkeit des Elektromotors. In diesem Schritt kann man entscheiden, ob der Fahrer über ein akustisches und optisches Signal oder nur über ein optisches Signal über den Status der Schieber oder der Sähwelle informiert wird. Im letzten Punkt kann dann noch entschieden werden, ob der Fahrer über den Zustand des Saatgutes, Schlauch voll oder Schlauch leer, informiert werden soll oder nicht. Bei Veränderungen der Task-Controller-Basiseinstellungen erscheint hier die Information, dass der Task-Controller rebootet wird, also neu gestartet wird. Das bestätigen wir mit OK.